Ja, Leute, herzlich willkommen zum heutigen Livestream, ne? Wo ich erstmal mein Headset ein bisschen leiser schalte. Ja, beim letzten Mal haben wir den Mathematiker umgebracht, haben ihn von innen erkundet. Nein, nicht auf irgendwelche eigene perverse Weise. Was zum Geier warst du nochmal? Irgendwas Böses. Das ist alles, was ich weiß. Kann ich dich beschießen? Ja, ich habe letztes Mal noch nachgeguckt. Wir sind tatsächlich in einem neuen Kapitel. Sherpa, werd dick. Und du? Ich beschieße dich. Das war tatsächlich ein Lebewesen. Habe ich dadurch irgendwas bekommen? Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das macht. Ich weiß nur, ich esse es jetzt. Lässt du den Drehpunkt eine Zunge wachsen, mit der er Gegenstände und Gegner treffen kann? Hä? Ich kann jetzt mit einer Zunge schlagen, oder wie? Was ist denn das für eine komische Fähigkeit? Warte mal, wozu sammle ich das Ding ein? Von die Fähigkeit habe ich doch schon freigeschaltet. Wollte schon fragen. Naja, jedenfalls hat sich dadurch hier die Stimmung massiv verdüstert seit dem letzten Mal. War wunderschön, zumindest zu sehen, wie mein Erzfeind vor meinen Augen verreckt. Durch meine Hand. Bin ich sehr stolz drauf gewesen. Ich frage mich einfach nur, was will ich jetzt mit dieser Zunge? Will ich das Ding damit schlagen oder wie? Hier, ich schlag dich. Ich hab eine Zunge, ich hau dich damit. Ich sehe keinen Sinn in dem Ding, um ehrlich zu sein. Ja. Diese Statue hatten wir auch in dem Ding gesehen. Da vorne ist direkt ein Tempel, da wollen wir auch direkt rein. Pilze. Lecker. Darf mich erstmal voll fressen. Ich merke, ich habe kaum noch den Hungerbalken. Okay. Kann ich das Ding schlagen? Nee. Richtige Frage wäre eigentlich, kann ich das Ding bezüngeln oder irgendwas in der Art? So will ich diese Frage nicht beantwortet haben. Was ist eigentlich mit den Dingern? Will ich die abschießen? Ich weiß nur, dass mir die Nase juckt. Und ich niesen muss. Perfekt. Die Fliegen, die wollte ich, glaube ich, irgendwo sammeln für irgendwas. Und ihr habt mir gerade eine Streumunition gemacht. Die nutze ich. Warte, die kleine. Geht das kaputt? Bitte mach nicht mich kaputt. Es geht kaputt, nur hat es keinen Sinn. Okay. Die Frage ist geklärt. Können weitergehen. Das ist alles, was ich wissen wollte, ob man das Ding kaputt machen kann. So, wo ist denn der Eingang zu dem Schrein? Es tut mir übrigens leid, dass ich heute ein bisschen später streame. Ich streame auch heute wahrscheinlich nicht so lang, weil ich letztes Mal einfach viel zu lang gestreamt habe. Und dadurch jetzt irre viel zum Schneiden habe. Auf jeden Fall Tempel. Was ist du? Kann ich hier einsaugen? Nein. Aber ich kann das da einsaugen und das freut mich. Hat sich auch hier reingeschlichen? Habe ich gar nicht gemerkt. Habe jetzt nicht darauf geachtet, was ist der Ort geworden? Achso, der Ort ist jetzt eine Grabstätte. Nee. Ja? Guten Appetit. Warte. So. Wenn ich jetzt noch einen davon drauf packe, dann passt die Zahl. Hier. So, jetzt passt die Zahl.
Ich habe wieder einiges an Essen. Hopp. Dann kann ich nichts machen. Was will ich hiermit? Ich will es offenbar nur angucken. Hier ist ein Trepum etwas. Ich wollte mir auch jetzt so viele Fähigkeiten wie möglich, glaube ich, jetzt endlich freischalten. Ne? Das ist doch jetzt meine Hauptaufgabe. Alle Fähigkeiten freischalten. Das, was ich sowieso schon die ganze Zeit versuche. Wird nur schwer, weil ich einmal dieses Reptilienvieh brauche. Und das einfach nie auftaucht. Habe ich es runtergespült? Ja. Ja, damit. Ah, ich verstehe schon, was mein Job ist. Die nehmen und gegen die Dinger da schießen. Komm her. Irgendwann klappt das. Aua. Ach stimmt ja, ich kann die ja rauspeitschen, ne? Dann gehen die mir nicht so auf den Nerv. Ist aber offenbar nicht beabsichtigt. Was soll ich jetzt damit? Was war das da? Kenne ich das? Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein neues Item. Essen und gucken. Ach no, nee. Damit kann ich die Dinger hypnotisieren und die wollen jetzt da rein, ne? Ich brauche 4 von den Viechern hier drin. Aha. Jetzt verstehe ich. Jetzt hat es bei mir Klick gemacht. Ich will gar nicht wissen, was du warst. Und will dich auch nicht in Leben sehen. Oh, Sprungbrett. Soll ich das Abenteuer jetzt erleben? Offenbar ja, gibt keinen anderen Weg. Folgt mir! Hallo? Sollt mir folgen. Ja, komm. Befreie euch. Bitte schmeißt mich nie runter. Danke. Aua. Macht doch nix. Ich will nur, dass ihr mir folgt. Ach so, ich sollte ja drauf schießen. Hab gerade das Symbol gesehen. Könnte ich bitte die Sicht von da unten haben? So, ich habe einen runtergeballert. Wie, wir fliegen Nummer 2 gerade da hoch. Und da ist zum Glück noch einer drin. Komm her. Und tschüss. Nochmal fit. Tschüss. Unnützes etwas. Was ist jetzt mein Job? Ach so, das Ding funktioniert jetzt. Und glaube ich, dass ich mit diesen unnützen Dingern mal arbeiten muss. Hm? Ich dachte schon, ich knall da jetzt runter. Okay. Hab jetzt nur die Karte freigeschaltet, kann jetzt wieder raus, ne? Braucht dann auch diese komische Nase nicht mehr. Oder will ich dieses Item hier tatsächlich farmen, dass ich das durchgehend haben kann? Also ich brauche ja so oder so alle Fähigkeiten, ne? Muss die alle einmal freischalten. Bei mir, das war gerade ärgernd. Beziehungsweise beim letzten Mal. Weil ich es genau dann freigeschaltet hatte, als ich die ein Steinchen nicht mehr hatte. Fand ich fies.
So, ich habe gerade noch von der Karte gesehen. Hier in der Nähe ist ein Loch. Da will ich rein. Der Weg zum Schrein ist offenbar sowieso nicht besonders lang. Irgendwo hier direkt soll ein Loch sein zum Reinhüpfen. Hoppa, hoppa. Und ich habe versprochen, Sven jetzt neu dazu zu holen. In die Gruppe. Zumindest habe ich das letztes Mal versprochen. Ab nach unten. Ja, diese komischen Wolldinger brauche ich nicht. Bitte jetzt die richtigen Steinchen hier. Mir egal welche von denen. Entweder diese komischen Korallen oder die, die ich so oder so immer finde. Ich habe das Falsche geschossen. Die natürlich auch zusammen, falls ich sie mal brauche. Dann sind sie wenigstens schon mal da. Ich wollte die eigentlich so runterpusten. So, was brauche ich für den Schlauchrüssel oder wie der heißt? Drei von denen und fünf von den anderen Pflanzen. Ist hier noch eins von denen? Habe ich vielleicht Glück und die können nachwachsen? Glaube, ich habe hier übrigens die richtigen Steinchen. Ich sehe mal den Magen füllen. Ja, richtigen Stein. Zumindest für den einen Rüssel. Nee, nicht den. Hier. Für die gehärtete Haut. Ach, ich wollte das mischen. So, jetzt kann ich mir stets diese gehärtete Haut machen. Mit der Fellhaut, das macht sich, sobald ich mal in irgendeinem Eisgebiet bin. Für den Mineralprozessor brauche ich halt hier mal diese komischen Korallensteine. Den Kubuskörper muss ich einfach nur mal irgendeine Stelle finden, wo man Kubusse kriegt. Die komischen Hüpfnüsse sind hier. Nehme ich auch direkt mit. Zumindest eine ist hier. Ich weiß nicht, was das ist, aber das kann ich verfüttern. Erinnert mich an irgendein Gehirn, wenn ich es angucke. Find's ekelhaft. Gleichzeitig faszinierend. Das "Ich saug dich ein" Ding ist gerade über der Höhle. Wie viel von den Hüpfdingern brauche ich? Sechs. Eins habe ich. Komm voran. Mach mit den Dingern, was auch immer du willst. Vertraue sie dir an, Yannick. So, das darüber. Und ich habe ja mehr als genügend, ne? Ach, ist einfach zwei davon. Ich brauche nur das eine Zehnerpack. Da ist nochmal Mineralprozessor, brauche ich aber eigentlich nicht. Weil es reicht, wenn ich einen dabei habe. Also ich kann ihn mitnehmen, aber sobald ich das einmal unlocked habe, ich weiß nicht mehr, was für die gehärtete Haut zuständig war. Das steht, glaube ich, dann noch mit bei. Ach ja, die Hautbaumrinde. Die kann jetzt eigentlich auch weg. Ja, gönn dir, Sherpa. Brauche ich nie mehr. So, können die Wasserdinger nachwachsen? Scheint nicht so. Ich habe keinen Bock, jetzt hier wieder Hüpferi zu machen, bis ich endlich drankomme. Ich hätte natürlich die Möglichkeit hier, ich nehme einfach den Ballon und komme so damit dran. Bei den habe ich ja jetzt für immer. Konnte ich mir ja letztes Mal freischalten.
Denn schade, dass die Wasserdinger nicht nachwachsen. Oh, ich habe die direkt mit Sunny eingesammelt, merke ich gerade. Gut, muss ich die gar nicht erst weitergeben. Obwohl doch, ich habe noch drei. Hier, bitte. Gönn dir. So. Was auch immer für eine Transformation gebraucht wird, lagere ich hier oben. Bei denen, die es nicht direkt verputzen. Ich sehe, dass da noch ein Stein ist. Ich habe einen Stein eingesammelt. Kann er für mich Theorien aufstellen? Ja, ich weiß, der war schlecht. Oh, hier ist auch noch mal was. Gut, dass ich nicht direkt rausgehe. Dafür muss ich mir, glaube ich, einmal den Ballonkörper gönnen. Ich komme da sonst nicht dran. Ist jetzt auch nicht schlimm um den Amphibienkörper. Den brauche ich gerade eh nicht. So, gucken, dass ich drankomme. Was für ein komisches Etwas ist denn da drin? Ach so, noch so eine komische Leuchtkugel. Ja, dann habe ich jetzt 10 davon. Und kann mich einmal komplett heilen und Wasser voll machen. Muss gerade wechseln, weil meiner festgesteckt hat. Ist mal wieder schön. Immer mit ansehen zu müssen, wie die so feststecken. Ich habe 32 von dem Staub. 32, das ist doch krank. Da ging's raus. Aua. Bin irgendwie doof drauf gekommen. Wenigstens hat Yannick es mir nachgemacht und ist auch nicht besser drauf gekommen. Mann! Einen Job hast du. Danke. Ach ja, links war noch ein, ist offenbar noch ein Tempel. Gut, dass ich noch gucke. Da ist was. Erst analysieren, dann mitnehmen. Die Dinge finde ich merkwürdig und faszinierend. So, wo ist denn der Tempel da ganz hinten? Dass ich mir noch ein paar Transformationen safen kann. Irgendeiner von meinen Leuten wurde gerade verprügelt. Verreck! Hat irgendwer von mir noch einen freien Inventarplatz? Und isst mal den kleinen komischen Käfer. Weiß nicht, was der macht. Und? Und hat doch jetzt irgendwas freigeschaltet. Ich muss mal gucken, was hat er überhaupt freigeschaltet? Tarnbeine. Diese auf Schleichen optimierten Beine ermöglichen es im Drehpunkt geräuschlos zu gehen. Boden, welcher von denen bist du? Ich will mir die angucken. Ah, der da hinten ist es. Zusammen mit der Tarnhaut ist es wahrscheinlich ein richtig gutes Set. Habe eine komische Frucht eingesammelt. Ach ja, das war diese komische Zungenfrucht. Wahrscheinlich auch die, die ich mir in den Tempel jetzt freischalte. Ich sehe das komische Ding da hinten und will ein paar Streubomben haben. Oh, nimm die mal mit. Also jetzt nicht die Bomben, sondern das Material, was ich gleich noch brauche. Hör mal, du da, machst du mir Ärger, dann wirst du sterben. Ich hab dich gewarnt.
hab dich gewarnt, dass du sterben wirst. Und du hast nicht gehört. Nur für den Fall, dass ich dich so gebrauche. Her damit. Also zum Mitnehmen. Damit ich sie mir freischalten kann. Ich muss sowieso jede Fähigkeit freischalten. Auch die, die ich nie haben will. Das hat der Geistgott halt in der letzten Folge noch gesagt. Oh, hier sind Eier. Wem kann ich was weitergeben? Hier, nimm. Eins, zwei, drei, vier. Gebe ich jetzt weiter. Wenn ich mal darf. So, hier, nimm. Ich will mir endlich die ganzen Dinger freischalten, damit mein Inventar mal ein bisschen leerer wird. Ich habe so viel im Inventar, dass ich mal loswerden muss. Aber ich finde halt einfach nicht den richtigen Müll. Um das mal endlich wegzukriegen. Also nicht, dass die Fähigkeiten Müll sind. Ich will einfach nur mein Inventar mal endlich leer kriegen. Dass ich wieder anständig Sachen sammeln kann. Und das kann ich auch direkt mischen. Also den Rüssel konnte ich jetzt mischen. Und für die Beine brauche ich diese komischen Krabben zweimal. Und dieses Hirn, das ich zum Glück mitgenommen habe. So, ich habe jetzt da alles rausgefuttert, was rausfutterbar ist. Ich habe ein mega volles Inventar. Macht den Shining natürlich glücklich. Ich müsste einfach mal gucken hier, dass ich mal ein paar von diesen korallenartigen Teilen finde. Oder zumindest irgendwas von der Liste. Ich habe einfach die Liste, beziehungsweise Inventar voll. Ja, danke für das da. Warte, mach mir noch ein paar von denen. Ich muss von denen auch recht viele sammeln. Ich weiß nicht, in welchen Abständen der die Dinger schießt. Macht er die nur, wenn keiner da ist? Oder braucht er wirklich lang dafür? Kann natürlich auch sein, dass pro Wurm eins von den Teilen rausschießt. Damit ich mir das halt abspeichern kann. Ich brauche 9 davon. Das heißt, ich muss noch 6 Mal einen Wurm finden, der mir hoffentlich was auskotzt. Ist auch schön. Willst du wirklich einen Krieg mit mir? Ja, habe ich mir gedacht. Hab mir schon gedacht, dass du ein feiges Hütchen bist. Ein Wurm, kack mir was aus. Los. Los, mach. Danke. Ich wollte nicht den Wurm. Tschüss. Ich brauche nur einen von euch. Muss noch 6 von denen sammeln. Das ist schon anstrengend genug. Bitte rennt jetzt nicht durch diese Wolke. Kann hier straight durch. Vor allen Dingen, weil hier sogar noch ein bisschen Ausdauer war. Die dürfen jetzt nur nicht durch diesen Nebel. Und schon habe ich diesen Teil überlebt. Vor mir könnte ich Sven holen, dann habe ich ein bisschen Inventar. Kann auch sein, dass ich ihm direkt das Dickmach-Ding geben muss. Ja, damit. 5 brauche ich noch. Was brauche ich eigentlich sonst noch auf der List? So eine komische Wurzel. Wer von euch hat ein drittes Auge? Kai hat 1. Hast du irgendwas schon auf dem Teil registriert? Gibt es dieses etwas hier? Scheinbar nicht. Habe ich Glück und es gibt
Ja, das wahrscheinlich nicht. Ich erinnere mich jetzt auch, wie ich an das Teil drangekommen bin. Ich habe nicht mal das Vieh besiegt, ich habe das einfach nur aus irgendeiner Höhle bekommen. Ein organischer Kubus ist hier wahrscheinlich auch nirgendwo. Sag ich doch. Ach, das ist eine Pilzlaus. Dieses komische Gehirn. Gibt es das Ding hier? Nö. Ich habe einfach nur Pech. Den Zylinder kann ich ignorieren. Mir fällt gerade ein. Ich habe ja nicht mehr so viel hier, um mich zu wehren, jetzt gerade. Bis ich das hergestellt habe, will ich mich wenigstens so wehren. Tschüss. Oh, danke. Hab dich nicht mal gesehen. Hier gibt diese komische. Lass mich doch zu Ende reden. Oh, zumindest die komischen Dinger gibt's hier. Ja, dann werde ich wenigstens etwas los. Warte mal. Einer mit einem dritten Auge. Jemand, der auch Inventarplatz frei hat. Na gut, Kai hat auch keinen Inventarplatz frei. Das darüber. Kai, gib mir das mal. Kompendium. Wo ist denn dieses komische Ding auf dieser Liste? Wo ist es? Ich suche diesen komischen Käfer. Nicht den Schleichkäfer, sondern den anderen Käfer. Übersehe den gerade. Da, Tetrakrabbe. So heißt das Ding. Wo ist das nächste? War nur eine weitere. Da ist die. Komm her. Danke für den Raid, Yannick. Ich weiß ja, dass du gestreamt hast. Wieso, wo ist es? Wo ist die Fähigkeit, die ich mir jetzt mutieren kann? Da. Ich habe fast alle Beine. Und ich habe ja gesehen, diese komischen Sprungkugeln gibt es hier auch. Also kann ich doch auch nach denen suchen. Da. Hoppo-Hopp-Kapseln heißen die. Wo sind die nächsten? Ich habe die einzigen weit und breit eingesammelt. Das ist gemein. Ich brauch sechs von denen und hab erst die Hälfte. Ich hab wieder viel zu viel im Inventar. Ja, nimm mal mir Munition bitte. Ich muss mich wehren können. Damit sogar von dir aus was. Das ist nett. Wo wollte ich hin? Ich wollte Sven holen. Ist sogar direkt hier, laut der Karte. Aber ich bin blind. Ich bin eine blinde Wisch. Wo ist es? Nie im Ernst. Laut Karte ist hier. Aber ich bin blind und sehe es nicht. Wo ist es? Ach, da vorne oder wie? Ja, da ist es doch. Ich habe extra mir Führungsstärke einmal geholt, damit ich Sven holen kann. Komm her. So. Das Traurige ist,
Sven wird auch nur als Inventarplatz benutzt. Ich habe halt Inventarprobleme. Bitte mich nicht anmeckern dafür. Aber ich muss irgendwo ablagern. So, aus den Dingen konnte man doch auch gute Munition machen. Ja, Gasbomben. Weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Davon habe ich noch eins gebraucht. So, wo ist der andere Tempel, zu dem ich hin soll? Irgendwo da vorne. Sie ist ja aber auch an dem blauen Licht. Da vorne leuchtet auch was. Was will mich töten? Ich habe nur ein Geräusch gehört. Ach, da ist die böse Schlange, die mich blitzdingsen will. Autsch! Warum? Ich dachte, wir wären Freunde. Hast du mir irgendwo ein Häufchen hingelegt, das ich mitnehmen kann? Ich brauche noch zwei. Komm, gib her, danke. Brauche ich gleich wenigstens nur noch diese komische Rübe. Okay, der will nicht nur mich blitzdingsen. Am besten einfach schnell hinrollen. Danach hat er mich ja immer in Ruhe gelassen. So. Jetzt sollte er mich nicht mehr grillen wollen. Mich zumindest nicht. Kann nicht für die Viecher reden, die hier rumstreifen. Wo genau ist das etwas, was ich aktivieren soll unter dir? Ja, hier. Alle Mann drauf. Drei Leute werden gebraucht. Gib die mir mal sicherheitshalber. Die ich hier zumindest den Krieg ja auch angehen kann. Und rein in die Höhle. Kriege ich immer Zeug, das ich gebrauchen kann. Außer dem Staub. Ich kriege hier auf jeden Fall Pilze. Und Akaya gönnt sich. Ich hatte nicht mal die Chance, sie einzusammeln. Ben? Munition. Job. Jetzt. Offenbar nur Gasbomben. Sind das nicht die Teile, die ich brauche? Es sind doch, meine ich, diese komischen Korallendinger. Oder? Nein. Ich habe schon wieder Schrott gefunden. Und irgendwelche komischen Augen. Durch Mutationen, die in ihren Augen verborgen ist, das klingt ekelhaft. Auf jeden Fall, Sunny, da bitte. Ja, verbrauch ruhig. So, was hatte ich jetzt nochmal vor? Augen einsammeln. Augen aufkloppen. War wohl der richtige Satz. Irgendwie komme ich da schon dran. Ach stimmt, ich habe ja Gift. So, Yannick, du hast doch Stampfschuhe. Also Stampfattacke. Achso, es reicht aus, wenn ich sie gegen die Wand baller. Ja, komm. Mach ich das direkt auch mit dem.
Ist wahrscheinlich irgendeine Augentransformation. Na dann, let's go. Mal gucken, was dabei rauskommt. Komisch als die Zunge, kann es nicht mehr werden. Kann durch die Augen der Statue gucken. Was bringt mir das? Kann ich dadurch irgendwas aktivieren? Ah, ich soll da durchschießen und das aktivieren. Okay. Und diese Fähigkeit bringt mir doch rein theoretisch nur dann was, wenn ich auch diese Statuen da habe, oder nicht? Naja, so oder so. Nehme ich mir 10 von denen mit, dass, wenn ich es mir abspeichern kann, auch das Zeug dabei habe. Ja, Inventar, ne? Ist immer mein größtes Problem. Ja, Nick, jetzt bist du Munitionsmeister. Hast die ganze Muni bei dir. Eine kannst du mir abgeben. Feuer frei. Einfach just for fun. So. Warte. Bevor ich hier irgendwas veranstalte, ich nehme mir erstmal die Giftrüssel weg. Was nehme ich mir eigentlich stattdessen? Ja komm, die komische Zunge. Kann man die jetzt auch mal sehen? Kann ich euch abschlabbern? Bam. So, gib her. Durch das Loch soll ich... Nein! Mit Wasser schießen. Und dadurch ist dann hier offen. Was soll ich damit? Ich will mir auf jeden Fall 10 von denen mitnehmen. Man geht doch mal beim ersten Mal kaputt, wie sonst auch. Danke. Nein, nicht das. Das, danke. So, wo soll das hin? Wohin damit? Wer von euch ist der Verwerterer? Du. Da oben ist Arbeit. Du hast einen Job. Lass dich doch nicht einfach direkt wegmobben. Du hast deinen Job zu erledigen, nicht dich wegmobben. Hab's hochgeschafft. Hab mir alle Steinchen erarbeitet. Bin stolz auf dich, Sunny. Welcher von denen war ich? Der da oben. Wo habe ich jetzt die blaue Kugel gelassen? Warum bin ich schon wieder weggeschubst? Ich sollte erstmal gucken, wo ich damit überhaupt hin soll. Was klebt da an der Wand? Ach, diese komischen Insekten-Ding da. Wie hieß das? Pilzlaus. Wahrscheinlich da drauf. Hallo? Was sind denn das für komische Nudeln? Ich will nicht. Wann ist das Spiel so creepy geworden? Da oben ist auch noch ein Auge, das mich beobachtet. Nee, jetzt mal im Ernst, wo soll denn die komische Kugel hin? Ach, da rein wahrscheinlich. Das Einzige, was hier leuchtet. Komm her. Das da rein? Ja, ist richtig. Dann ich Steinchen einsammeln, weil ich Staub haben will. Wenn du schön, wenn ich endlich mal die richtigen Steinchen finden würde, die ich auch wirklich brauche. Damit man mir das mit dem Verwerterer nicht mehr wegleuchten kann. Um das jetzt mal grob anzusprechen. Ich weiß nicht, was ist damit. Ich will es auch nicht wissen. Aha, Pilze.
Ben, was willst du mit den ganzen Pilzen? Hier. Wenn du schon so viele Pilze haben willst, mach wenigstens Waffen draus. So, damit soll ich interagieren. Ich dachte gerade kurz, ich kann das einsammeln. Ich hab Knöpfchen gedrückt. Soll das irgendwie auf was Bestimmtem halten? Wahrscheinlich da oben, oder? Warte mal. Ich hoffe, so ist richtig. So, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ich hoffe, ich mache hier es richtig. Ist so falsch. Okay, dann das untere. Einfach mal gucken. Wenn das falsch ist, dann muss ich erstmal irgendwo einen Hinweis suchen. Wahrscheinlich auf der anderen Seite, oder? Ist wahrscheinlich ein Hinweis, wie ich die hinrichten soll. Ja, dann gucke ich mal über die Statuen. So. Steinchen! Her damit. Oh, Staub. Brauche ich ihn immer. Ich sagte Steinchen, nicht Pilze. Ich will da hoch. Der Wille ist da. Auch wenn sie runterfallen, ist ja genauso gut, ne? So, da liegen sie. Steinchen weitergeben. Stopp für dich. Jetzt gib das weiter. Danke. So, du kriegst die. Und Sven kriegt die. Wenn er sie auch mal annehmen würde. Kann ich mich gleich ordentlich wehren. Jetzt muss ich wieder über die Statue gucken. Wird wieder lustig. So, ich nehme dir hiervon noch eins mit, weil ich nicht weiß, wie viel ich für die Abspeicherung brauche. Nenne ich das mal. So. Wieder eins. In die Statue rein, dann in die. Darüber. Da ist Staub. Und ganz ehrlich, ich nehme jetzt mein Handy und mache ein Foto. So, ich habe mir ein Foto gemacht. Versuch's mir aber auch so zu merken. Komisches Kreuz. Es ist... Ich versuch's erst so. Ich habe das Foto nur, falls ich es anders nicht hinbekomme. Dann muss ich wenigstens nicht im Weg laufen. Zwei nach links kommt dieses komische Kreuz und drei weiter kommt das andere etwas. Okay, gucken, ob ich das hinkriege. Oder ob ich es direkt wieder vergesse. Ich habe das Foto nur, falls ich es nicht geschissen bekomme. So, welches von euch ist was? Warte. Kacke, der war eigentlich richtig. Jetzt kann er nochmal durchlaufen. Der muss Weihnachten links von dem. So, und jetzt muss der andere einfach nur drei weiter da, sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ja.
Wie komme ich jetzt da drüben rein? Ich will den Staubbahn. Brauche ich den Kubus? Ich glaube, ich brauche den Kubus. Wo ist Kubus? Wer von euch hat ein drittes Auge? Ach egal, ich mache mir einfach selber eins. So, Kompendium. Bearbeitet Edelstein und Steuerungsknoten, so heißen die Dinger. Wo ist das Ding denn? Wo ist dieser komische Würfel? Da. Ach so, ich habe die Augen noch nicht. Jetzt habe ich sie. Und das sieht mit dem einem Auge, was ich jetzt gerade drauf habe, mega gruselig aus. Ah, okay, ich bin schon auf den Kubus drauf. In der Richtung. Wenn ich mir zwei hole, kann ich es eigentlich auch direkt abspeichern. Weil ich weiß ja, die wachsen eigentlich immer nach. Wieso? Da ist er. Kubus. Hier. Oh, direkt zwei. Perfekt. Muss euch nie wieder suchen. Ah. Ist ja schön, wenn man das sich abspeichern kann. Nie wieder muss ich den Scheiß sammeln. Vor allem Dingen ist mein Inventar jetzt viel leerer. So, warte. Ich brauche eh die Transformation. Verwandle dich. Ich sehe merkwürdig aus. Warte mal. Habe ich noch merkwürdigere Augen? Einfach um es noch lustiger zu machen. Ah, ich habe eh nur noch die... Sieht auch nicht besser aus. Ich habe nicht gecheatet. Ich habe nicht aufs Foto geguckt. Ich habe es nur zur Sicherheit gehabt. Warum suche ich eigentlich noch nach dem komischen Würfel im Inventar? Weißt du, was du mir suchen kannst, Spiel? Sag mir, wenn das mal in der Nähe ist. Man sieht es doch, wenn ich zur Seite gucke. Welcher Älteste? Wo ist Kilanka? Ach du, ich dachte, du bist eine Statue. Das Ding sieht aus, als hättest du Krone auf. Oh, was hast du denn für mich? Ja, das musste ich schon kennenlernen, dass man die nicht down kriegt. Ich glaube, die Hälfte habe ich zurzeit, oder? Also, ich muss jede Fähigkeit für die Unendlichkeit freischalten und diesen Palast betreten. Und was auch immer die Schlange gefressen hat, muss ich jetzt fressen. Dann kann ich mit der Schlange reden und die Schlange mag mich dann. Alles klar. Warte mal, den Kubus brauche ich doch gerade nicht, da kann ich mir ruhig die andere Mutation gönnen. Bin übrigens gespannt, wann ich das Ding mal wieder sehe. Also, warte mal, ach, ich glaube, ich habe das nie abgespeichert, weil ich da noch die Augen nicht hatte. Ich kann ja noch gucken, ob ich hier noch was sammeln kann. Abgesehen von dem hier. Was direkt eingesammelt wird. Oh, Staub. Gut, dass ich hochgeklettert bin. War nicht mal meine Absicht, hier oben Staub zu suchen. Ein paar von den Augen würde ich gerne noch mitnehmen. 4 an das Stück. Dann hätte ich sehen, falls gebraucht wird, kann ich dann auf jeden Fall abspeichern. Komm, jetzt fliegt er hoch. Treffe ich das Auge?
1. Käme ich da sowieso hochgeflogen? Ja. Jetzt gar nicht rauspusten müssen. Dich müsste ich eigentlich auch rauskriegen. Oh, da liegt wieder dieses Spezialerz. So, 1. Und irgendwie habe ich das rausgesaugt gekriegt. Liegen hier endlich die richtigen Erze? Ja! Spiel, du bist mal nett zu mir? Das gibt's noch! Danke, Spiel! Endlich habe ich die mal gefunden! Danke! Jetzt habe ich den Mineralprozessor für immer. Jetzt kann ich immer die Dinge abbauen. Jetzt... Ich muss nie wieder mir darum Sorgen machen, dass ich hier Stein zu Staub machen kann. Endlich! Ein Traum wird wahr. Darf ich jetzt endlich ins Inventar? Danke. Ja, obwohl, nee, ich glaube, ich brauche noch 4. Oder? Für irgendwas brauchte ich 4. Weiß nur nicht mehr was. Für das brauche ich komisches Etwas. Den Fisch kann ich mir mittlerweile auch machen. Der wird easy. Für den Rüssel brauchte ich es nicht. Wenn ich ihn nämlich jetzt nicht mehr brauche, kann ich ihn auch ruhig verwerten. Ja, ich brauche die tatsächlich nicht mehr. Sunny, hier bitte. Das Ding... Ich hab's gerade gesehen. Das Spiel ist echt nett zu mir. Ich dachte, das wäre das Herz, aber das ist das Herz von diesem komischen Drachenvieh. Warum ist das Spiel so nett zu mir? Dass ich das noch erlebe. Endlich ist ein Spiel mal nett zu mir. Hat nur eine Ewigkeit gedauert. Dass ich das noch erlebe. Ich kann noch auf der anderen Seite das eine Auge mitnehmen, ne? Weil das habe ich irgendwie, glaube ich, weggebackt. Hallo, nehm das mit. Kann ich direkt irgendwie gleich weitergeben. Nachdem ich ein 10. gesammelt habe. Aber endlich ist ein Spiel mal nett zu mir. Das erlebe ich erst in 10 Jahren wahrscheinlich wieder. Natürlich habe ich volles Inventar. Jetzt nehmen das mit. Ich will 10 davon dabei haben. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal nochmal welche von denen finde. Nein, hau nicht ab. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. So. Nicht, dass ich hier 10 Jahre suchen muss, wo finde ich jetzt dieses Etwas. Die Dinger will ich verstauen, ne? Den Schleichkäfer brauche ich eigentlich nicht mehr. Odin habe ich ja die komischen Beine gegeben. Damit er leiser ist. Dann mit der Tarnot finde ich ist immer noch mega stark. So. Dann habe ich ja eigentlich fast meine Liste da abgearbeitet. Ich habe auch nicht eine halbe Stunde in diesem Tempel verbracht. Nein. Als irgendwer was anderes erzählt, er lügt. Was suche ich eigentlich? Das ist eine gute Frage. Was ist bitte groß und stark genug, diese Schlangen zu fressen? War ja schon schlimm genug, irgendwie in diesen Gral reinzukommen. Auch wenn die Lösung so simpel und dämlich war, dass ich nie drauf gekommen bin. Mutationsbaum wollte ich nicht. Compendium, ich will gucken, ob jetzt hier irgendwo noch eine von diesen Hopspross-Dingern da rumfliegt. Aber gerade eben lagen hier auch 2 auf dem Boden. Ich lass das mal an, falls hier wirklich welche nochmal sind.
Ich hätte gerne bitte ein bisschen Muni. Ich sehe böse Viecher neben mir. Die bitte auch. Danke. Ich will mich wehren. Stirb. Nein, nicht ihr! Weil er wieder meine Kollegen weg. Damit wollte ich mich nur wehren. So, ist es eine weite Strecke. Ich habe extra schon meinen Rad verbessert. Es geht. Wenn ich durchrolle, geht's. Außer da ist natürlich ein Teich, den ich vorher nicht sehe. Oh du! Gib mir die Kugeln. Ja. Nein, sammelt die doofe Kugel ein. So, jetzt kann ich weiter. Ich kann mir die komischen Sprungbeine jetzt machen. War mir egal, dass ich das Vieh töte. Hauptsache, ich kriege die komischen Beine. Ich muss die Liste vollkriegen. Ich komme echt gut voran gerade. So, rein da. Das Gute ist, kein Mathematiker mehr, der in diese Türme einreißt. So, 6 wollte der haben. Hier bitte. Jetzt brauche ich nur noch eine weitere von diesen komischen Wurzeln da. Ich gönne mir auch direkt die Beine. Das kann ich jetzt hierhin weitergeben, ne? Sprung plus Fliegen. Gleich toll. Tempel ist da. Gucken, was ich mir heute noch freischalten kann. Wieder volles Inventar hinterher. Ist auch das Einzige, was man hier sammelt. Warte mal. Warum will ich jetzt noch weiter nach dem einen Teil suchen? Ich brauche die hier. Die findet man echt beschissen. Ihr seid gern Bescheid, wenn eins in der Nähe ist. Ich spreche es an. Das Spiel versteht mich langsam. Wenn ich muss mich nur beschweren, dann finde ich die Items. Komm, wenn du jetzt noch hier das Teil hier ausspuckst, kann ich mir direkt auch noch den Wasserspeicherer. Ja, danke. Nein, ich will nicht dich. Ich will nur das Ding, was du ausgespuckt hast. Ich will auch das Ding nicht. Das wollte ich haben. Danke. Es ist schön, wenn ein Spiel einen versteht. Danke. Nächstes freischalten. Was fehlt noch auf der Liste? Der Panzer. Also der Plattenkörper. Mit dem Fisch brauche ich eigentlich nur einmal kurz so ein Nest finden und den Elektrofisch finde ich eigentlich fast in jedem Gewässer. Dafür muss ich sowieso erst in der Eisebene und keine Ahnung, wo man mal dieses komische Zeug findet. Die findet man eh nur auf Innenhöhen oder an Überdächungen. Ich habe auf jeden Fall Barüben. Und die gönne ich mir jetzt. Die habe ich mir verdient heute. Ich kann ja hier schon mal ein Kompendium eingeben. Hutpilz. Ach, brauche ich gar nicht weiter suchen. Existiert auf einem Fellbaum. Ja, komm. Wenn das Ding mal in der Nähe ist, sag mir Bescheid. Und da fällt mir gerade ein. Du? Tschüss. So, wo wollte ich hin? Da. Ich muss die nicht mehr sammeln. Mein Inventar wird immer leerer. Mir passiert auch mal Gutes in diesem Spiel. Du hast zwei Auswahlmöglichkeiten. Du lässt mich vorbei oder ich schieß dich weg. Schön, dass wir uns einigen können. Ich hab dich gewarnt. Ich hab gesehen, dass du dich bewegst.
Ich hab's vorgewarnt. Man kann mir nichts vorwerfen. Ach ja, was willst du mir eigentlich jetzt schenken? Die komischen Augen? Oder... Nee, ich glaub den Munitionsdude. Ich hoffe, ich wollte nur eins von den Dingern. Ich wollte nur eins und ich wollte nur zwei von diesen komischen Elektrofischen. Perfekt. Direkt Kompendium. Elektrofisch. Ich muss eh drei von denen sammeln, weil ich auch noch eins für das andere brauche. Wo ist der komische Fisch? Wo ist Fischi Fisch? Ne, nicht der Basabu. Doch, der Basabu ist das. Kann ich sowieso erst finden, wenn ich hier rausgehe. Was ist eigentlich da jetzt drin? Außer mein Verderben. Was ist das hier? Rotation. Beine. Außer es geht jetzt instant kaputt. Es geht instant kaputt. Spiel, warum bist du so nett zu mir? Was ist los? Das ist das Teil, was ich für den Plattenkörper brauche. Warum ist das Spiel so nett? Habe ich irgendwas verpasst? Normalerweise muss ich 10 Jahre suchen, bis ich mal finde, was ich brauche. Ach, und jetzt willst du dieses komische Teil von den Höhen da haben. Ach, diese Aufnahmeaugen. Die hatte ich doch auch gesammelt. Ich glaube, die hat mir irgendwie weggesprengt. Yannick, du warst dabei. Ich habe doch definitiv zigtausend von denen gesammelt. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. So. Die kann ich direkt weiterreichen, wenn es mich mal lässt. Gib mir auch mal die Gasbomben. Warte mal, dann wenn aber das Dreierpack. Kann ich die wenigstens aufbrauchen? So. Fischi Fisch. In der Nähe. Hat sich, glaube ich, noch nie aktualisiert. Over Fischi Fisch. Ja. In der Richtung ist Wasser. Und folglich sind hier auch die komischen Fische. Ja, da ist er. Da ist der Dreckige. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ach stimmt, ich habe ja volles Inventar. Ups. Bin doof. Ich habe mich schon so gefreut, ne? Dass ich nicht mehr auf mein Inventar geachtet habe. So, ich. Der Munitionstyp war es, oder? Ach, der braucht zwei. Braucht noch einen. Hallo? Ist hier dein Bruder vielleicht noch irgendwo? Ich will ihn nur kennenlernen. Ich will nichts Böses ihm gegenüber. Hallo? Wo ist Fischi Fisch? Da, da ist er, da ist er. Komm her. Ja. Ich komme einfach mal voran. Sie können mir die Munition nicht mehr wegnehmen. Ja. Oh. Ja. Ich darf mich mal freuen. So, jetzt muss ich mit denen da oben noch abspeichern. Also eigentlich einfach noch einen einsammeln. Weil sie noch einen nach oben streuen. Hallo du. Setz dich einmal hin und du wirst es bereuen. Ich hab dir gesagt, du wirst es bereuen. So, und hier ist noch irgendwo einer. Danach kann ich das Nest von denen einmal suchen. Ja, ich sehe ihn schon. Hab ihn! Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe einfach mal Glück im Spiel. So, ist dieses Ei hier irgendwo?
in der Liste drin. Wird auch nach den Dingern suchen. Werde ich aber nur in der Eisgegend, glaube ich, finden. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich brauche dieses komische Ei von den Viechern. Die Nester sind echt schwer zu sehen. Wo ist es? Nie gedacht, dass ich dieses Ei nochmal brauche. Da. Ein Nest hier in der Nähe. Wo ist denn überhaupt hier... Oh, hinter mir ist noch irgendwo ein Loch. Dieses komische Ding. Was ist das für ein komischer Baum? Hallo? Was fällt dir ein? Verschwinde! Nein, nicht du, Yannick! Hallo? Hör doch wegzufliegen! Brauche ich das eigentlich noch für das Zungending? Ich werde es brauchen, auf jeden Fall. Weil ich die noch nicht habe, die Transformation. Zumindest nicht freigeschaltet. Weil ich sie für immer habe. Die Gegend ist auch überhaupt nicht spooky, ne? Ich wollte in die Richtung. Ich erinnere mich. Ich wollte in das Loch. Gucken, ob da was Schönes drin ist. Mein Gehirn funktioniert noch. Ich freue mich einfach nur so sehr, dass ich einfach alles andere ausblende. Ich gib's mal weiter, bevor ich es aus Versehen irgendwie wegschmeiß. Ah, okay. Giftloch oder wie? Leute, nicht zu sehr daran gehen. Wenn von dieser Seite. Runter da. Was finde ich hier? Finde ich hier diese komische Rauchnuss? Ist das Spiel weiterhin nett zu mir? Es sieht zumindest so danach aus. Das waren diese komischen Rauchblätter. Nicht in die Lava hüpfen, auch wenn es verlockend aussieht. Was ist hier drin? Zeug zum Verwerten. Einfach mal mitnehmen. Oh, da ist das Auge nochmal drin. Brauche ich aber nicht. Tschüss. Hier lang muss ich doch noch mal gucken. Ist hier irgendwas Schönes zu mitnehmen? Bitte nicht mein Tod. Die anderen folgen mir hier nicht, ne? Bin jetzt was mit Wasser auf Lava zu schießen? Nö. Will ich da hinten hin? Ist es das wert? Ich denke mal nicht, dass ich in die Lava springen kann und überlebe. Obwohl, habe ich noch nie ausprobiert, ob ich mit der Transformation in Lava stehen kann. Ich bezweifle es, aber man kann es ja mal ausprobieren. Ich kann mehr oder weniger ein paar Sekunden darin überleben. Man kann nicht sagen, ich bin nicht waghalsig. So, was ist meine Belohnung dafür, dass ich mich hier halb geopfert habe? Außer den Steinchen hier, die ich gern früher gehabt hätte. Nochmal die Transformation, oder wie? Ich baue ja zum Glück nur einmal das dumme Ding. Das hat keiner gesehen. Ich habe gar keinen Bock da jetzt wieder durch. So, wir sind oben. Job ist erfüllt. Erstmal weg von dem Loch. Da sind die komischen Sushi-Rollen.
Stimmt, die werde ich eigentlich auch noch mal brauchen. Kann ich auch direkt mitnehmen. Weiß zwar nicht, wie viele ich brauchen werde, aber sicher ist sicher, ne? Jetzt wird das Inventar schon wieder voll. Was mache ich nur? Aufhören, so viel zu sammeln. Auf an die Zukunft zu denken, Shining. Gib her. Das Spiel versteht mich. Ich habe ja auch jetzt gelernt, wenn ich was haben will, muss ich mich beschweren. Dann kriege ich es sofort. Nee, kann ich das bitte haben? Die Munition, danke. Ich fühle mich sonst unsicher. Auch wenn ich gerade das vom Sven weggenommen habe. Ich habe euch nicht verwechselt, nein. Will ich wissen, wer dich umgebracht hat? Vier von diesen komischen Fliegerichen brauche ich. Ich könnte das ja auch mal auf dieses komische Gras von denen einstellen. Das würde ich 100% übersehen. Ist halt momentan wichtiger. Irgendwas hat hier eine ganze Gruppe von denen umgebracht. Warst du das? Bin dieses Ding mega creepy. Ich wollte eigentlich, glaube ich, auch irgendeinen von denen in einen Fettsack verwandeln. Damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Ja, Hoden könnte ich ja in einen verwandeln. Würde nicht viel ausmachen. Lauf nicht weg, Hoden. Ist ja nur vorübergehend. Man hätte mir niemals zeigen dürfen, dass man das permanent machen kann. Seitdem bin ich nur noch am Sammeln. Die Fliegen habe ich auf jeden Fall voll. Karte, wie weit muss ich rollen? Ach du Kacke, ich muss hier einmal direkt drumherum. Ich bring den schon mal vorher um. Und nimm mir direkt von irgendwem Munition. Ja, Hauden, danke, dass du so viel mit dir trägst. Du bist netter. Dich freiwillig fürs Team opferst. Dich wegsprengen lässt. So, ich muss da drum herum, ne? Einmal vollfressen vorher. Sagte ich wieder mit dem, der das Inventar voll hat. Rollen, ich bin aus Versehen reingerollt. Ich hab's unabsichtlich aktiviert. Oh Gott, ich muss über den Wasserpfad. Das kann nur wieder gut werden. Jetzt, beweg dich. Ich muss darüber. Und mal bereit machen für den Griech. Seht das böse Vieh. Bitte sei jetzt nicht so nah hinter mir, wie ich denke. Muss nämlich ein bisschen... Ich werde überrollt. Ich werde sowas von überrollt. Sag ich doch. Ich bin einfach viel zu spät losgerollt. Zum Glück komme ich jetzt zum Speicherpunkt, der davor war. Rollt, Leute! Wer stehen bleibt, ist tot! Rollt um euer Leben! Geschafft! Warte, Karte. Ich muss wahrscheinlich direkt weiterrollen, also gar nicht jetzt stehen bleiben.
Das ist schon wieder so ein Gebiet, das so aussieht, als ob ich direkt weiter muss. Was ist der Grund jetzt dafür? Blitzi oder? Ach, ich muss jetzt die Kreatur, die dafür verantwortlich ist, jetzt hier suchen. Okay, Glück gehabt. Ich dachte, ich muss direkt weiter, weil kein Tempel in der Nähe ist. Dich muss ich jetzt leider umbringen, weil du hast nämlich genau das bei dir, was ich brauche. Es tut mir leid. Du bist einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Komm, setz dich hin. Tschüss. Tut mir leid, aber ich brauche die Eier. So, ein Ei. Komm, geh auch kaputt. Zwei Eier. Fertig. Der Elektrofisch war's. Eins nach dem anderen kriege ich so langsam. Wann habe ich mir das denn freigeschaltet? Jetzt brauche ich nochmal diese 10 Steine. Okay, wenn ich eine Schnecke sehe, umbringen. Dann kriege ich direkt den Stein. Außer sie rennen freiwillig raus. Seid ihr? Ihr seid eine neue Transformation. Du bist dieser komische Schleichkäfer. Ich teste gerne. Warum? Warum gibt's sowas? Das ist die letzte Negative, oder? Instabiler Körper. Ja, das ist die letzte Negative. Warum? Weg damit! Das Zeug will ich nicht behalten. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht später für eine andere Transformation brauche. Dieses Denken, es tut mir noch weh. Dass ich hier die Sachen für später mitnehme. Das bringt mich nur um. Warte mal. Fällt gerade auf. Compendium, was? Das Ding heißt sogar Sprengfrucht. Will ich nach dem Hutpit suchen? Wäre der hier überhaupt? Nö, warum auch? Stachelfrucht ist wahrscheinlich genauso wenig hier. Kann ja mal gucken. Wo ist das Teil, wonach ich gerade suche? Ich weiß es jetzt schon nicht mehr, was ich gerade eigentlich suche. Wo ist da? Weil ich wenigstens weiß, das ist in der Nähe. Ich werde es bereuen, aber ich nehme es mal mit. Warum ist ja eigentlich so eine Riesengruppe von denen? Ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass mir das Teil hier schon direkt das Munitionsding in die Hand drückt? Ich denke, nein. Ah, wozu behalte ich das eigentlich? Ich habe das schon voll. Weg damit. Ich muss dieses komische Vieh suchen. Was die Schlangen fressen kann. Das nehme ich jetzt mal nur mit, falls ich es später brauche. Wahrscheinlich auf der anderen Seite von dem Berg, oder? Muss nur aufpassen, dass ich das nicht aus Versehen esse. Es hat meinen Trepum jetzt nicht umgebracht, aber es war trotzdem ein unangenehmer Anblick, auf einmal das Ding in die Luft fliegen zu sehen.
könnte man ruhig ein bisschen Munition herstellen. So. Wo ist jetzt dieses komische Ding? Ich weiß, ich suche nur etwas, was eine Schlange fressen kann. Ist es da oben drauf? Ist es im Wasser? Man weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, wie es aussehen soll. Fragte sich, muss höher. Sprungbeine. Bin froh, dass ich sie mir freigeschaltet habe. So, einmal da drauf. Ja, ich will den eh nicht mitnehmen. Und gucken, dass ich mich da irgendwie hochmogel. Ich da doch nur hochmogeln. Hat an anderen Orten auch gut geklappt. So. Hab mich hochgemogelt. Irgendwie. Bin da, wo noch kein Drehbaum vorher war. Bin nur ich das gerade so extrem spannend? Das Ding, wonach ich suche, sah auch vom Bild aus wie eine Wurst, ne? Ich sehe bisher nichts. Nur diese komischen Viecher, die hier rumfliegen. Hier, das da. Komm her und du erlebst ein blaues Wunder. Kann mich wehren. Bin nicht mehr hilflos. So wie in den ersten zwei Streams. Kann mich jetzt wehren. Muss ich vielleicht da hinten hin? Dinger sehen so merkwürdig aus. Ach komm. Verreck. Tschüss. Das wird in die Hose gehen. Gut, dass ich das Leben so hoch aufgewertet habe. Dadurch sterben die wenigstens nicht mehr instant. Danke, dass ihr mir Bomben gemacht habt. Kann ich mich immer wehren. Sehr nett von euch. Macht ihr nur für mich. Dankbar für. Ja, ich kann ja nicht weiter, bevor ich das Vieh nicht gefunden... Was war das gerade? Das habt doch nicht nur ich gesehen. Daneben. Ich wollte das Vieh totschießen. Ich sehe es nicht. Ich bin blind. Kann ja dann nur dort sein, oder? In dem Gebiet, was so auffällig aussieht. Was kommt eigentlich dabei raus, wenn ich hier irgendwas versuche, mit diesen Sprengdingern zu kombinieren? Annik, willst du das mal für mich rausfinden? Oder was passiert, wenn ich das komische Ding mit irgendwas kreuzen will? Da kommen Energiebomben bei raus. Ich sollte mir vielleicht mal die anderen Augen geben. Das Ding ist unnötig, da kommt so oder so das raus. Warte mal, Kompendium. Ne, Mutationsbaum. Analyseaugen, vielleicht finde ich es dann besser. Wenn ich mal darf. Ach so, die habe ich schon bei dem, oder wie? Oder habe ich beides gleichzeitig drauf? Geht das? Ich glaube, ich habe beides gleichzeitig drauf. Das habe ich noch nie gemerkt. Wie, was ist mein Job? Soll ich jetzt 10.000 von diesen komischen Dingern da umbringen, oder was soll ich? Ich weiß gerade nicht, was du von mir willst, Spiel.
What a strange place. Wir haben einen Spielplatz gefunden. But even stranger were the feelings that... Ja, ich will auf die Schaukel. Like a voice from a lost... Wir schaukeln. Komm. Schubst einer an. Hui. Dann will ich wenigstens einmal rutschen. Einmal rutschen. Yay. Und wenn die Rutsche jetzt, ehrlich gesagt, billig war. Ich hab mich doch umgebracht! Warum kommst du wieder? Niemand hat dir erlaubt zu leben! Er ist bestimmt auch sauer. Wie kannst du mit einem halben Körper leben? Erlöser. Also das Gute ist ja, fast jede Transformation, die ich gerade habe, habe ich mir auch für immer freigeschaltet. Also eigentlich kann der mir nichts. Priest! Hat null Wirkung. Also jetzt muss ich den bekämpfen. Wahrscheinlich mit Energiebomben, sonst würden mir nicht 10.000 von diesen Dingern vor die Nase geworfen werden. Energiebomben, sagte ich. Peace. Ja, so funktioniert's. Hier, schluck die! Währenddessen verkrieche ich mich. So, die plus die Bombendinger, ne? Gib dir die einfach mal so schon mal rüber. Mit den Pilzen funktioniert es offenbar auch. Ja, komm her, ich hab was Leckeres für dich. Ich hab keine Angst mehr vor dir. Da, schluck! Janik, hast du Muni für mich? Ach nee, Sven, Entschuldigung. Ich verwechsel es. Ihr habt beide die gleiche Fähigkeit. Nein, den schluckst du nicht! Habe ich mich sogar heldenhaft dazwischen geworfen. Ich brauche mehr zum Sprengen. Hallo? Ich sagte, ich brauche mehr davon. Kriege ich da nur eins? Funktioniert es auch mit denen? Mal gucken. Mit denen funktioniert es aus. Gibt sogar eine größere Sprengbombe tatsächlich. Gleich will ich mir alle Sprengbomben geben, weil ich muss die in den reinwerfen. Jetzt lass mich in das Inventar. Danke. Nein! Nein! Ich konnte sie nicht mehr werfen! Ich muss weg! Komm, schluck doch eine davon! Ich find's cool, dass das Spiel halt überhaupt Bosskämpfe hat. Ah, hat sie sich doch noch geholt! Brav! Habe ich dich fertig gemacht? Warum bin ich jetzt dick? No, this place was tainted. Nothing alive would want to stay here. They would have to continue. Warum bin ich jetzt dick? Da bin ich aber gegen. Zwei dicke reichen. Ich habe das Gefühl, das Ding, was ich gerade haben sollte, hat sich irgendwie weggebackt. Es fühlt sich halt wirklich so an. Warte mal. Kompendium?
Das war irgendwas Flaches. Das sah aus wie ein Häufchen. Ich hab's nicht hier drin. Also denk ich mal, das hat sich gerade weggebackt und eigentlich muss ich den Typen nochmal bekämpfen. Weil der hatte definitiv das Item, was ich brauchte. Oder hat zufällig einer von euch? Da habe ich ins Inventar. Keiner von denen hat dieses Item. Also ich denke mal, ich muss einmal kurz in die Zeit zurückspringen und den nochmal bekämpfen, weil sich das Item weggebackt hat. Oder ich habe das Item jetzt direkt vor den Füßen. Vielleicht muss ich ihn auch nochmal bekämpfen. Wer weiß. Keine Ahnung, was das soll, Spiel. Ich gönne mir jetzt was zu essen. Wenn man nicht weiter weiß, futtern. Das ist mein Lifehack. Ach, hier sind auch noch diese Ballon-Dinger. Schneckchen, gibst du mir freiwillig dein Item? Ich kann dich nicht mal rausspringen. Und ich habe ohne es zu wollen den Turm aktiviert. Das Rollding. Den Zylinder. Als ob der eine Turm genau im Wasser ist. Ist mich verkackern. Ich habe nicht mal eine andere Wahl, als dahin zu rollen. Das ist der einzige, der noch nah genug ist. Och, come on. Ich werde nicht überleben. Allein schon, weil ich gerade festgesteckt habe. Oder nur Kai ist gestorben. Nee. Es rollt einfach weiter. Da gehe ich lieber zurück. Und guck, dass Kai auch überlebt. Weil so kann ich die Leiche nicht einsammeln. Ein Moment, Mutationsbaum. Ich komme ja sehr oft ins Wasser rein. Und ich weiß ja jetzt, ich muss instant weiterrollen. Oder es lag daran, weil ich nicht richtig bei dem Turm drin war. Einfach durch. Einfach durch. Wollen leben. Wenn der Vorsprung groß genug ist, kann ich ruhig ein bisschen laufen oder schwimmen. Es regeneriert sich nur mäßig. Komm, ein bisschen schneller. Diesmal schaffe ich's. Aber ich weiß ja, ich muss direkt weiter. So, jetzt habe ich kein Wasser mehr vor mir. Jetzt kann ich auch die Füße nehmen. Ich glaube, der ist wirklich einfach noch weitergerollt, weil ich kacke da reingekommen bin. Sonst wäre der jetzt schon weiter. War ich selber schuld.
Okay, ich würde sagen, wir gehen zu dem Schrein noch und dann war es das für heute. Wieder neue Fähigkeiten, wieder neues Sammeln, wieder neues Inventarproblem. Mann, ich roll aber auch gegen alles gegen und der Dicke, da lässt mich auch nicht durch. Das war ein toller Versuch, Shining. Aber für uns schön. Mathematiker hat die Hälfte seines Körpers von mir weggebrannt bekommen und er lebt einfach immer noch. Vor allen Dingen sagt er sogar noch, der Mathematiker ist jetzt tot. Hä, der lebt auf einmal doch noch. Das wird's mir weitergeben. Willst du mir die dicke Transformation jetzt offenbar weitergeben? The projection shared a recipe with the Trevor. One which could protect them from the light of the cylinder's surface. Eigentlich können die mir schon fast gar nichts mehr wegbrennen. Er sagt, den dicken wollen sie mir geben. Und dafür brauche ich genau diese drei kleinen Rüben. Dann können sie mir den Speicherkörper auch nicht mehr wegreißen. Oh, gut, dass ich mir welche mitgenommen habe. Ich kann mir jetzt die hier holen. Oh, ja, nicht mehr. Gönn dir, Holger. Oh, scheiße, ich habe ihm einmal das posierende Ding gegeben. Holger, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Bitte geh weg von mir. Du musst dich nicht an mir rächen. Wofür brauchte ich jetzt das komische Ding hier? Die ausverbannten Augen habe ich mir noch nicht freigeschaltet. Die Leuchteaugen habe ich noch nicht. Nee, warte, das sind die normalen Augen. Warte mal, habe ich die? Nee, warte, das ist nicht Leuchteaugen, das ist Leuchtkörper. Entschuldigung. Kristallhaut habe ich logischerweise noch nicht. Aber so langsam fühlt sich das. Extraktionsrüssel. Dafür muss ich einmal so ein komisches Etwas umbringen. Das mit diesen drei Augen. Es gab einen dann dieses Item, was einen die schlechte Sicht gab. Dann habe ich durchgehend mehr Wasser zur Verfügung, falls ich es haben will. Also es würde sich nützlich machen bei dem, der Wasser verarbeitet. Ja. Ich finde, ich habe für einen Tag genug geleistet. Wir haben richtig viele Transformationen für immer abgespeichert, die nie wieder weggebrannt werden können. Ich kann mich jetzt auf ewig wehren, weil ich immer die Munition dabei habe. Ich kann immer verarbeiten, ich kann immer Wasser machen. Es ist einfach wunderschön. Die wichtigsten Sachen habe ich jetzt für immer im Leben. Naja, dann gehen Sie in den Drill bei Twitch. Follow, wenn es gefallen hat. Bei YouTube ein Abo. Vielleicht auch ein Like oder einen Kommentar, weil das hilft mir immer. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Ich lege mich jetzt schlafen. Tschüss!